Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück in Euro Truck Simulator 2 und herzlich willkommen zum Let's Play zum selbigen Spiel. Ja, in der letzten Woche habe ich nicht ganz so viel Zeit und Muße gehabt, mich weiter mit dem Spiel zu beschäftigen. Ich hatte mal wieder Bock auf was anderes und musste auch mal wieder was anderes machen. Von daher hat sich mein Kontostand auch nicht so besonders vermehrt. Aber nichtsdestotrotz, einmal pro Woche ETS muss halt sein. Ich bin hier aktuell unterwegs mit Autos und versuche meine Bestzeit, wo auch immer ich gerade hin muss, mal eben kurz gucken. Nee, hier, da, nach Osnabrück. Ich muss nach Osnabrück mit 7 Tonnen Autos und soll am Montag um 4:54 Uhr frühestens da ankommen. Aktuell komme ich an am Sonntag um 19.57 Uhr, aber ich muss auch noch irgendwann mal ein Päuschen machen, denn ich habe noch 360 Kilometer vor mir. Hoppala, was in etwa, ja, wenn das hier so langsam weitergeht, 6 Stunden in Anspruch nimmt. Aber ich hoffe mal, dass ich gleich die passende Chance bekomme, den Kollegen hier vor mir etwas zu überholen. Ja, das sieht ja schon gar nicht mal so schlecht aus. Ich bin immer so mutig. Obwohl, nee, ich muss da vorne rechts, das ist blöd. Nee, dann lohnt sich das nicht. Ach so, genau, ich wollte gerade mal schauen. Upsala, ich lenken ist hier heute nicht meine Stärke. 4 Stunden 18. Wenn ich es natürlich jetzt schaffe, richtig schön noch eine Stunde rauszufahren, dann wäre das natürlich in einem Zuge möglich. Dann brauche ich keinen Zwischenhalt machen, aber die Chancen dafür stehen jetzt nicht so besonders gut. Denn ich bin viel Landstraße... Nein. Ich bin viel Landstraße bislang gefahren. So, jetzt muss ich hier aber gleich doch wirklich mal eine Gelegenheit bekommen, wo ich den Kameraden da vorne mal ein bisschen überholen kann. Was denn los? Ach komm, scheiß wer drauf. Egal jetzt. Entweder haut hin oder haut nicht hin. Gibt nur eins von beiden. Ja, sehr schön. So, das heißt, ich kann jetzt wieder ein bisschen mehr Speed aufnehmen. Ich war auch gerade, als ich den Auftrag angefangen bin, also bevor ich mir überlegt habe, ach jetzt komm, jetzt mal kannst du aber direkt eine Aufnahme machen, wenn du schon ein Ründchen ETS fährst, war ich ziemlich gut unterwegs auf den Autobahnen. Da konnte ich also wirklich schön Gas geben. Das hat sich wirklich gelohnt. Ja, jetzt hier die Landstraßen-Idylle ist natürlich jetzt ein bisschen anders. Ja. Es läuft ja wieder richtig gut hier. Ich habe natürlich eine sehr hochwertige Fracht mit dabei. Ja, also das ist ein Auftrag, der glaube ich sogar auch die zweite Dringlichkeitsstufe. Oh ne. Obwohl. Mal gucken. Die zweite Dringlichkeitsstufe hat. Oh oh, oh oh, nein, das wird nix. Nee, nee, nee. Puh. Ja, wie gesagt, zweite Dringlichkeitsstufe und natürlich. Na komm, probier mal. Und natürlich die hochwertige Fracht wegen den Autos. Also ich sollte mir hier keinen Schaden erlauben. Das wäre jetzt nicht ganz so toll. Das versuche ich zu vermeiden, aber ich probiere natürlich hier eine schön ordentliche Bestzeit hinzulegen. Aber auf der Landstraße, Mann, das wird nichts. Das wird nichts. Ja, wie gesagt, aktuell leider erst 4,68 Millionen auf dem Konto. Haben also nicht wirklich was gefahren. Ich glaube noch nicht mal einen einzigen Auftrag habe ich diese Woche geschafft. Schade eigentlich, aber na gut. Ja, komm. Ja, das passt. Ja, wie gesagt, unser Auftrag führt uns heute nach Osnabrück. Und ich hoffe, ich kann da wieder einigermaßen gut einparken, so wie ich das schon mal gemacht habe. Ich glaube, in der letzten Folge, ich habe mir das Video jetzt gerade nicht angeschaut, ich meine, in der letzten Folge habe ich auch schön mein Ein... Oh, das ist eine... Oh, schön in einem Zug geschafft. Was ist denn das hier für eine Straßenführung? Wieso fahre ich eigentlich überhaupt Landstraße? Kann man doch keiner erzählen, dass das hier der beste Weg ist.
Naja, gut. Ah, da vorne geht es wieder Richtung Autobahn los. Das freut mich natürlich. Jawohl. Sehr schön. Geradeaus geht es Richtung Hamburg. 258 Kilometer noch aktuell. Upsala. Ich glaube, in der letzten Folge, wenn mich nicht alles täuscht, war ich doch in einer Stadt, wo ich bislang noch nicht war. Das heißt also, es werden immer, immer weniger Städte. Habe ich jetzt hier Vorfahrt? Ja, ich habe Vorfahrt. In der Tat, ich habe Vorfahrt. Ich habe Vorfahrt. Es werden also wirklich immer weniger Städte, die ich noch anfahren muss. Muss mal überlegen, ob ich nicht von meinem ursprünglichen Plan, das mit diesen Top 3 Städten, mal abweiche und mir mal Aufträge suche in den jeweiligen Städten, sofern das natürlich möglich ist. Um mal die Städte anzufahren, die ich bislang noch nicht angesteuert habe. Aber naja, mal gucken. Wie gesagt, letzte Woche war jetzt ein bisschen stressig, da wenig Zeit zum Zocken, da macht man sich auch ehrlich gesagt nicht so den Kopf darum, was man oder wie man am besten an die Sache drangeht. Aber ich gelobe Besserung, selbstverständlich, ne? Ich muss mal hier auf die mittlere, habe ich ein bisschen mehr Platz. Tempo 100, aha. Die Kurve sieht aber aus, als wenn die nicht so mit 100 zu kriegen wäre. Na gut. Ja, es soll auf jeden Fall wieder etwas besser werden und ich hoffe dabei, bei meinem Vorhaben, dann stört mich dann auch nichts. Schauen wir einfach mal. Lasst euch mal überraschen. Achso, ich könnte euch ja mal einen Truck zeigen. Also so sieht das Ganze hier aus, ne? So bin ich hier. Oh, 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 oh. Ne? Das sind die... Ja, sorry. ich muss weg. Ich muss von dieser Ansicht weg. Das geht gar nicht. Ja, so sieht auf jeden Fall der Truck aus. Ich denke mal, jeder, der Euro Truck Simulator spielt, das auch schon ein bisschen länger tut, hat mit Sicherheit schon mal den Genuss verspüren dürfen. Ich muss rüber. Autos zu transportieren. Und man sieht hier auch schön gerade, da rechts, beziehungsweise jetzt direkt vor mir, ist auch schon der nächste. Und hier haben wir noch einen. Schön Autotransporte. So. 187, 86 Kilometer noch. Wetter ist Bombe, Straße trocken, drauf den Socken, also ab dafür. Wobei ich da vorne schon wieder so eine... Oh, erstmal sehe ich da eine Radarkontrolle. Puh. Und eine ordentliche Kurve. Ich gehe mal rüber. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Alles klar. Als wenn ich es nicht gerade gesagt hätte, ne? Mit Straße trocken hier, ey. Mann. So, hier muss ich wieder geradeaus. Okay. Machen wir mal Licht an. Dü-dü-dü. Ja, Mini, da guckst du, wa? Da ziehe ich dich mal richtig schön ab. Also, hoffe ich. Boah, dann zieht er mit. Ja, genau. Als wenn du mich jetzt auch überholst, oder was? Na, dann bleib mal ein bisschen neben mir. Passt schon. So, 144 liegen an. Wie gesagt, wir haben nur Autos am Start. Dementsprechend auch wenig Gewicht. 7 Tonnen sind das, glaube ich, wenn nicht alles täuscht. Oder 9, irgendwie sowas. Da, da, da. So, jetzt kann der Mini schon mal nicht mehr neben mir sein. Dann kann ich auch hier rüber. Ist auf meiner Spur? Nein, der biegt ab. Sehr gut. 147 liegen an. Also, das ist heute wirklich eine sehr schwungvoll dynamische Runde. Ich bleibe mal auf der mittleren Spur. Wer weiß, wo das gleich hier enden wird. Da ist nämlich schon wieder so eine schöne Linkskurve hier. 144 aktuell. Oh, das ist so herrlich. Es sind nur noch 112 Kilometer. Wenn ihr richtig Speed mit dem LKW habt, dann geht das so richtig ab. Das geht so richtig schön ab. Ist besonders gut zu fahren oben in Skandinavien oder in Tschechien. Da gibt es viele Autobahnen, die sehr lange Strecken mit
Geraden haben, wenig Kurven. Wenn da mal eine Kurve, dann ist das so eine ganz leichte, da kann man auch mal mit Vollspeed durchpfeffern. Aber das hier, die Tour, oha, oha, 1 Stunde 27, jetzt muss ich mal eben kurz gucken. 1 Stunde 34, bis wir, ja, das könnten wir noch so, ja, wenn wir jetzt hier mit Vollspeed gut durchkommen, könnte das hinhauen, dass wir noch vor der Überschreitung der Ruhe, der Lenk- und Ruhezeiten, so nennt sich das übrigens im Fachjargon, oh, ich muss hier ab. Oh, oh. Dass ich noch vor, ich muss hier runter, mein Freund. Ey, sag mal, will er mich verarschen? Wow, 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 wow. Ja, das ist auf jeden Fall noch, upsala, vor den Lenk- und Ruhe. Puh. Vorbeschreitung der Lenk- und Ruhezeit. In Osnabrück war es, glaube ich. In Osnabrück ankomme. Eieiei. Mann, 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 mal wieder hart am Limit. Also mein Vorhaben bleibt trotzdem immer noch dabei, dass ich natürlich versuchen möchte, so gut wie möglich mit meinen Bewertungen dazustehen, was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, so wenig wie möglich, also am besten gar nicht, irgendwelche Unfälle bauen. Ich bin mir nicht sicher, ob, wenn ich eine rote Ampel immer fahre oder sonstiges, ob es das auch in meine Bewertung mit einfließt. Eigentlich, so ist meine Meinung, dürfte es nicht der Fall sein. Aber na gut, wie gesagt, ich möchte eine super gute Bewertung haben, von daher versuche ich natürlich, obwohl ich das ein oder andere Mal eine gewisse Geschwindigkeitsüberschreitung in Kauf nehme, versuche ich aber dann logischerweise das Ganze wirklich, ja, nicht risikofrei, aber ich versuche es gut über die Bühne zu kriegen und bislang hat es immer ganz gut hingehauen, bis heute auch noch, toi toi toi, kein Unfall oder irgendwie was weggerammt, oh, da vorne ist das Ziel schon, 25 Kilometer, na, ob das was wird, ob das was wird. 52 Minuten haben wir noch. 18 Minuten bin ich da. Das müsste locker hinhauen. Ja, ich weiß, dass ich müde werde. Das hast du mir jetzt... Oh, oh. Kurve. Okay, da vorne geht's links rein Richtung Osnabrück. Dann wollen wir das doch mal. Ach, scheiße, doch Gegenverkehr. Oh, nein. Oh, nein. Boah, das wäre es noch gewesen. Kurz vor Schluss noch einen Unfall bauen. Puhuhuhuhuhuhu. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich muss in Osnabrück rein, über den Kreisverkehr, geradeaus, dann rechts. Los, fahr! Ja, nicht bremsen. Nein, ja, das sieht gut aus. Ja. Nein, das ist nicht so gut. Ich wollte schon sagen, jetzt willst du mir nicht ganz auf erzählen, dass ihr auch fahrt, oder was? Oh, 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 oh. Ach, jetzt habe ich schon wieder so viele vor mir. Hä, hey, warum hat er mich denn nicht links und dann... Hä, hey, rechts aus dem Kreisverkehr und dann... Naja, egal. Na gut, auf jeden Fall habe ich jetzt immer die Chance, euch mein LKW zu zeigen. So sieht das Ganze aus hier. Ne? Also die Autos habe ich dabei. Sehe ich schon links? Rechts? Ja. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Und diese Ansicht ist wirklich so ungewohnt zu fahren. So bin ich ja damals angefangen mit Euro Truck Simulator. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile habe ich mich einfach an diese Ansicht so sehr gewöhnt. So, nächste rechts rein. Es ist wirklich eine Gewöhnungsgeschichte. Also wie gesagt, angefangen bin ich mit der Ansicht. Ist natürlich nicht schlecht, weil man in der Hinsicht das größte Sichtfeld hat. Also man bekommt am meisten mit um sich drumherum. Aber die Sicht nach hinten ist natürlich... Ja, ich weiß, dass ich müde werde. Meine Güte. Die Sicht nach hinten ist natürlich nicht ganz so... Wie soll ich sagen?
Erfrischend. So. Jetzt gilt es hier einzuparken. Dazu nehme ich aber wieder meine äußere Ansicht. Das gefällt mir eindeutig besser. So. Upsi. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So. So, ein Stück nach vorne. Dann hier so. So, jetzt sollte der Auflieger eigentlich gerade reinkommen. Ich glaube, ich muss aber noch deutlich weiter nach hier. Ja. Ja. Das sieht gut aus. Oh, jetzt schnell zurück. Und wieder andersrum, und wieder andersrum. Und zack. Ein kleines Stückchen geht noch. So. Ich würde sagen, den lassen wir so stehen. Tada! Ausgezeichnet! Sehr schön. Ja, also, wir haben heute einen wirklich, in der Tat diesmal wirklich sehr, sehr schnellen Auftrag gemacht. Die letzten, ich weiß gar nicht, was waren das jetzt? 350, 400 Kilometer oder so, habe ich euch mitgenommen, auf meinem Auftrag Autos zu transportieren von Bratislava nach Osnabrück. Also ihr seht, in Bratislava haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch Aufenthalt gemacht. Ja, gefahrene Strecke, 936 Kilometer waren es insgesamt. 10 Stunden war ich unterwegs. Habe das Ganze ohne Pause geschafft, also sehr, sehr gut. 299 Liter Kraftstoff verbraucht, ist natürlich jetzt nicht ganz so gut, aber egal. Ja, man sieht hier nur grüne Zahlen, das ist natürlich immer besonders gut für die Bewertung. Also man sieht, 52.740 Euro hat mich der ganze Spaß nach vorne getrieben. 1588 Erfahrungspunkte ist schon ganz okay. Damit bin ich jetzt Level 40 König der Straße. Was mich natürlich interessieren würde, für den Fall, dass ihr dieses Level bereits schon überschritten habt, also deutlich, was kommt danach? Gibt es noch irgendwelche, ja, ich sag mal, gibt es ein Ende mit Level? Ja, also, dass man beispielsweise sagt, bei Level, weiß ich nicht, 50 ist Ende oder bei Level 100 ist Ende oder wie auch immer. Und gibt es möglicherweise für diesen Levelaufstieg, den man bekommt, einen Bonus? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also außer diesen Erfahrungsbonus natürlich für die jeweilige Levelstufe in Cash. Das würde mich mal interessieren für den Fall, dass ihr da irgendwelche Erfahrungen habt. Lasst mich das doch einfach mal im Rahmen der Kommentarfunktion hier auf dem Kanal wissen. Ja, wie gesagt, ich bin nicht besonders viel gefahren in der letzten Woche. Also quasi gar nicht. Und hoffe natürlich, dass sich das in der kommenden Woche dann dementsprechend ändert. Aber lasst euch mal überraschen. Das soll es für heute auch mal wieder in aller Kürze gewesen sein. Beim nächsten Mal nehme ich euch vielleicht mal wieder mit auf einen längeren Auftrag. Vielleicht auch mal wieder eine Nachtfahrt. Hätte ich auch mal wieder ein bisschen Spaß drauf. Lassen wir uns mal überraschen, wie die Woche, beziehungsweise die kommende Woche, dann sich für mich zeitlich gestaltet, um zu gucken, was denn dann möglich ist. Das soll es für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen, fürs Mitfahren und so weiter und so fort. Wir sehen uns in der kommenden Woche. Euch einen schönen Sonntag. Bis dahin, reingehauen und tschüss.